als Nationaltrainer, als Bundestrainer wegen mehr Zeit lassen, weil für mich sind die Spieler wichtig, die in Bestform, Topform sind. Ich habe Bayer gesehen in Hannover. Die Hannoveraner hätten ihn natürlich liebend gerne behalten. Klar, war er ausgeliehen. Am Ende des Tages keine Chance, aber der ist einfach auch schlau gemanagt worden. Mach erstmal zweite Liga, versuch dich durchzusetzen und jetzt hast du den nächsten Schritt und irgendwann kommt wieder ein nächster Schritt und dann ist er fällig auch für die Nationalmannschaft. Hat sich im Torabschluss unfassbar verbessert in seiner Zeit jetzt bei Hoffenheim. Ja, spannender Spieler. Erste Interviews, erste Stimmen haben wir auch zu dieser Partie in Dortmund. Bitteschön. Maxi Bayer, eine Frage gleich mal zum Start. Ich mache hier schon ein bisschen länger Interviews und hier läuft ein Schlager nach dem anderen. Tarkan Kiskis, jetzt haben wir Sara Perketiamo. Wer ist eigentlich für die Musik bei euch zuständig? Ich glaube, Luca Philipp, der macht die Musik bei uns. Und der hat eine gute Wahl? Es ist Geschmackssache, aber nach einem Sieg, denke ich, kann man sich das mal geben. Sehr schön. Auf dem Platz machen Sie die Musik. 61. Minute, 65. Doppelschlag. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie den entscheidenden Treffer heute gemacht haben? Erstmal gar nichts. Ich bin auf dem Platz irgendwie, da ist irgendwie alles aus. Aber dann habe ich mich natürlich riesig gefreut und ja, war sehr glücklich. Man merkt das auch so richtig bei Ihnen. Sie strahlen hier, während Sie durch die Mixzone laufen. Tore schießen ist zwar Ihr Ding, aber ist das heute ein ganz besonderer Tag irgendwie in Dortmund? Flutlicht, Abendspiel, dann auch noch so ein wichtiges, weil ihr hattet ja auch eine Serie von Spielen, wo es nicht so lief. Klar, also unser erster Sieg 2024 freut mich natürlich extrem, auch für unsere Mannschaft. Und ist es ein Doppelpack? Also erste zählt für mich? Ich habe tatsächlich noch nichts anderes gehört, aber ich habe es noch nicht richtig. Wir nicken einfach mal. Wir fragen mal bei der DFL nach. Mein erster Doppelpack in der Bundesliga, also freut mich auch nochmal. Also ganz besonders, jetzt fragen sich natürlich alle, ist das nicht einer für Julian Nagelsmann? Im März ist die Wahl. Sie hatten Kontakt zum Bundestrainer, wann war es das letzte Mal? Oktober. Im Oktober, Anfang Oktober. Haben Sie seitdem noch einmal gesprochen? Können Sie uns das verraten? Nein, nicht mehr. Wie ist denn Ihr Gefühl? Weil viele Experten auch von außen sagen, das wäre doch eigentlich was. Vorne hat man den Runder, auf den Füllkrug, heute haben Sie das Duell auch gewonnen. Großer Traum sicherlich für Sie, oder? Ja klar, also ich würde mich natürlich sehr freuen. Ich weiß, wenn ich meine Leistung bringe, im Endeffekt, ich habe es ja nicht zu entscheiden, ich kann nur das Beste aus mir rausholen und ja, meine Nummer hat er ja. Sehr schön. Was machen Sie jetzt noch mit der angebrochenen oder mit dem angebrochenen Abend? Rückfahrt heute, darf man ein bisschen Gas geben? Ganz entspannt den Abend ausgehen lassen. Ich bin da ganz, ganz entspannt. Sehr schön, dann gute Rückfahrt und vielen Dank, Maxi Bayer. Also Fakt ist, er kennt seine Statistiken, Mirko, so viel können wir festhalten. Mit 10 Toren ist er bester TSG-Schütze in dieser Saison, erster Bundesliga-Doppelpack. Hat er selbst schon angemerkt und 8 Auswärtstore hat er gemacht. Auch ein Ausrufezeichen an dieser Stelle.